Hallo zusammen, ich habe heute wieder die Ehre, von Rainer Buhmann sein klassisches Repertoire E4, E5 zu lernen, wenn unser nächster Gegner bei Lichess sich mal für den Königsbauern entscheiden wird. Aber das werden wir erst sehen, wenn die Partie startet. Wir haben eine Herausforderung in die Lobby entsandt und hoffen sehr auf erstens E4. Ja, vielen gut. Dank, lieber Gegner. Und jetzt bin ich bereit, was zu lernen. Das kenne ich schon. Ich mache Springer C6, ich decke diesen Bauern auf. Und Springer F6. Genau. Springer F6. Springer G5, dann würde ich D5 machen. Was mache ich hier? Läufer E7. Nicht bis nach C5, sondern etwas... Nein, das ist... Springer C3, das habe ich so gar nicht angeschaut. Das machen wir einfach schon. Kurz zur Schade. Ja. Und spielen diese Zugfolge, kenne ich an D6. Kann ich jetzt vielleicht gleich schon mit Läufer ja, G4 spielen? Ja, das ist eine dieser Ideen. Weil er hat jetzt sehr früh Springer C3 A3 gemacht. Das macht man normalerweise nicht so früh, ne? Denn wenn jetzt so Schade kommen würde, hätten wir wieder eine Stellung, die ich geschaut habe. Aber das ist jetzt was Neues. Und eigentlich macht er es, weil er noch nicht mal ruschiert und schon so früh das ganze mal Zeug gemacht. Na gut, aber du, ich sag jetzt mal, du vermittelst ja auch ein Grundwissen. Ja, natürlich. Hier gibt es jetzt verschiedene Pläne für Schwarz. Also das ist. Präsentier mir mal einen, den ich mir hier merken kann. Okay, eine Sache, man kann immer Läufer E6 machen, das würde ich allerdings nicht hier vielleicht. Okay, nach dem, weil machen wir Läufer E6. Das ist einfach, das ist ein allgemeines Prinzip, was man immer machen kann in dieser Stellung. Hm. Würde ich dann, okay, ich tausche also einen Läufer C4 ab. Nimmt man den auf C4? Ja, hier würde ich sogar D5 wahrscheinlich spielen, wenn das jetzt, wenn ich darf. Du darfst, glaube ich. Also ich habe nur... Das ist also prinzipiell für unser gesamtes System ist dieser D5-Zug extrem wichtig. Das, ist also das heißt, wenn wir D5 bekommen... D5 schaffen, das ist also eine dieser Hauptideen. Und jetzt, okay, Schwarz ist wahrscheinlich schon gleich besser fast. Okay. Wie mache ich aus dem leicht besser einen Gewinn? Spiele ich auf den D-Bauern? Okay, es gibt jetzt verschiedene Ideen. Du könntest jetzt zum einen F5 und Läufer F6 machen. Mhm. Das wäre einer und das würde ich sogar konkret, das gefällt mir hier in diesem Setup relativ gut. Dann mache ich das doch. Da lasse ich mich doch nicht hier zweimal bitten. Also wichtig ist halt immer, dass man auf diesen Bauern E5 ein bisschen aufpasst. Es gibt halt entweder die Option, den mit F6 einfach zu stützen und die Türme in die Mitte oder wie hier aktives Gegenspiel. Wenn ich jetzt noch Turm D8 habe, dann drohe ich auch schon fast gleich mal. Ja, genau. Also. Du kannst auch, bevor du Läufer F6 machst, vielleicht Turm D8 machen. Also je nachdem, was Weiß jetzt auch zieht. Er hat gar nicht mal so viele Felder für seine Figuren, muss man sagen. Ne? Also ist schon sehr beengt. Mit ja, das war nicht gut von Weiß, das hat jetzt alles getauscht. Würde ich wahrscheinlich hier hingehen. Ich muss ja D6, damit der Bauer nicht hing. Muss den ja weiterhin decken. Und doch. Okay. Also ihr seht, der Gegner kann immer auch mal was Überraschendes machen, aber es hat häufig einen Grund, warum es überraschend ist. Ich bin gerade überlegen, was kommt auf Dame B3. Oh. B4, jetzt machen wir halt Läufer F6. Also. Dame B3, ja. Okay, Rainer. Könnte passieren. Aber das wäre auch nicht richtig. Man muss halt nur auf diese 2-5 Drohungen aufpassen. Okay, jetzt... Hier weiß ich nicht ganz genau, ach so, B5 kommt. Aber... Was ist E4, Läufer F6 und F3 nehmen? Aber das sieht doch eigentlich gut aus. Er nimmt da, ich nehme da, dann nehme ich gleich da. Nimmt man, oder? Ja, nehmen die zwei. Ist okay. Das ist so eine super Stellung. Okay, das heißt aber, das ist schon mal, glaube ich, ein ganz... Jetzt würde ich Springer D4 machen. Ganz wichtiger Punkt. Was mit dem B7? Ja, auf C2 ist er. Ach so, da... Okay. Ich weiß nicht genau, aber das war halt irgendwie meine Idee. Es sieht aus, wie dass ich eine Qualität gewinne. Ich glaube aber, achso, er möchte hier nehmen wahrscheinlich, ne? Warum nicht? Ne? Ja, auf G2 und dann auf G7. Also das geht noch hier. Ja, das ist der andere Zug. Du kannst natürlich auch irgendwie einen Zug wie Turm 7 machen oder so und dann die 3 nehmen auf Turm G2. Ja, machen wir es mal ein bisschen passiv. Aber für mich schon mal ein wichtiges, du hast gerade gesagt, wenn man kann, dann macht man immer D5. Wenn es vernünftig, wenn es gut geht, mache ich das. Das ist einer der Hauptpläne. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt, mit diesem Bauern E5. Aber im Spanisch wie im Italienisch ist das einer der Hauptpläne für Schwarz, dass man diesen D5 tut. Mhm. Und hier geht oft nicht gleich, manchmal braucht das ein bisschen. Aber hier, nachdem wir Läufer E6 und D5 hatten, war, denke ich, schon Schwarz völlig okay. Zumindest nachdem, weil es alles auf D5 getauscht hat, schon leicht besser für Schwarz. Ja.
Okay. C5, den hätte ich nicht erwartet, aber. Okay, machen wir ja. Dame die 7. C5 passt nicht ganz rein, weil er jetzt seine eigenen Läufer beschränkt. Ich stelle mich gleich noch nach D5, wahrscheinlich mache ich das einfach sofort. Warte auf Turm E8. Habe ich noch Turm F8? Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber guter Einwand, danke dafür. aber wenn jetzt hier der Abtausch kommt, ne, dann guckt man sich den an und sagt sich, okay, danke, durch die eigenen Bauern Sicht beschränkt. Ist nicht gut. Ich hätte deutlich mehr erwartet, dass er spielt mit B5 und zwar sofort. Und jetzt ist schon die Frage, ob wir nach E7 einfach gehen. Oder nach A5. Beides. Viele schöne Möglichkeiten. Nach A5 hat er vielleicht noch ein bisschen dieses ja, Turm hin und her. Ich wäre ja nach E7 gegangen. Ja. Von E7 hat er auch Zugriff auf D5. Also Turm E5 droht jetzt auch nichts und wir können im nächsten Zug auch C6 machen, wenn wir wollen. Ja. Und da keine Gefahr, zu viel das sinnvoll. Aber wie gesagt, dieser Läufer B2 ist halt keine gute Figur und das ist einfach. Wir können auch F4 spielen im nächsten, wenn wir wollen. H6 wäre jetzt noch ein Zug, der wahrscheinlich ganz vernünftig ist. Aber den brauchen wir nicht, oder? König F8 auch nicht verkehrt, glaube ich. Ja, keine Gefahr, gefällt mir eigentlich besser. Bisschen Kontrolle reinbringen, er wird ja wahrscheinlich gleich Turm E1 machen und dann ist er schon mal gedeckt. C6 wäre so einer der nächsten Züge, den ich dann auch mit dem Bauern wahrscheinlich wieder nehme, um dieses Feld D5 zu halten. D5 ist hier, glaube ich, positionell ein interessantes und wertvolles Feld, weil solange er diesen Bauern hat, ist sein Läufer arg. Ich werde C6 beschränkt. Jetzt machen, weil du ein bisschen auf C6 Läufer A3 aufpassen. Wir sind auch dran, was hat er denn gezogen? A4. Ach, A4! Du musst ein bisschen auf Läufer A3 aufpassen. Wann hat er den gezogen? Eben gerade. Okay, ich habe jetzt nie eine halbe Minute gelabert und dachte, er hätte nicht gezogen. Ja? Und ein guter Zug ist jetzt sicherlich noch irgendwo Turm F6 zu machen und dann einfach auf E5 irgendwo nochmal zu tauschen und vielleicht noch mit König E8 vorbereiten. Okay, hier ist jetzt die Frage, ob wir. Viele gute Möglichkeiten. F4 ist auch nicht schlecht. Machen wir mal ja, F4. Machen wir F4. Läufer beschränkt. Okay, er wird jetzt halt G2 nehmen wahrscheinlich. Ich mache einfach mal ein paar Züge. Ist ja blitzen. Ich wollte nicht F4 machen. Jetzt kommt er damit König F3 vielleicht. Aber das Endschutz steht trotzdem gut. Aber das ist auch nicht unbedingt. Vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Ich hätte erstmal König E8 irgendwo vielleicht oder Turm E5. Den aber König E8 hinter D5 vielleicht. Das ist ein bisschen. Ansonsten natürlich nach D7 gehen. Ja, das ist die Idee. Wenn er da wäre, dann wäre alles perfekt. Okay, na gut, wie dem auch sei. Jetzt haben wir eine Stellung, die immer noch mir gut gefällt. Ja, mach da G5, H4. Ach komm, was soll's. Dann mach ich Springer G6. Springer schlägt H4 mit Schach. Alles im Lot bei uns. Bei mir. Achso, dann hängt er, ja? Ja, hier ist nicht mehr so ganz klar alles. Habe ich mir ein bisschen ver. Okay, D4 hängt auch. Und dann ist vielleicht Remis. Genau. Was ist das? Remis, aber ich spiele hier nicht. Ach, Springer F5. Und auf BC dann vielleicht Springer. Nein, ich muss mehr rausholen. Okay, kannst du auch H5 machen. Ich muss ihn matt setzen. Ich muss irgendwie so tun, als ob. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber irgendwie. Nein, das. Irgendwo wirst du schon noch Springer F5 machen. So kommt der da denn wieder raus? Okay, das ist schon fraglich, ob der wieder rauskommt, oder? Aber auch Springer. Achso, Springer F5 schlägt. Ich würde einfach gerne G7 machen. König G7. Ich glaube, das ist so komisch, ob der da wieder rauskommt. Und dann weiß ich nicht genau, wie man weiterspielt. Nee, ja nicht. Springer G6 würde ich machen. Und auf König G4, vielleicht F3 und dann Turm E4, Turm A4 und dann Turm. Okay, der hängt dann, oder? Ja, und jetzt muss ich die Partie runterbulleten. Turm A7 einfach. Okay, der simple Weg, wenn er abtauscht. Wenn er nicht abtauscht, gehe ich zurück nach F7. Oder nach F5, was auch gut aussieht. Hier hängen noch ein paar Bauern. Okay, nehmen wir einfach den H3, oder? Ach, den auch noch. Oder den C3. Nehmen wir erstmal den. Nehmen wir erstmal den. Jetzt muss ich noch ein bisschen König aufpassen. F7 geht ja.
Doom und Life 3 haben wir irgendwie P6 oder irgendwas. König D6. F8 hängt auch. König E6 einfach. Okay, ein bisschen Bullet, ein bisschen Bullet. Ich laufe einfach mal nach vorne, der König ist eine Stadt. Mach mal irgendwo G4 und versuche mal abzusitzen. Ja, was mache ich hier? Das ist immer so diese Bullet-Phase. Tu mal eins mal. Huh! 1,9 Sekunden! 1,9. Okay. Das war knapp, der letzte Zug. Also, wir kehren noch mal ganz kurz zur Öffnung zurück. Also hier haben wir, ich glaube, wir können in dieser Partie ganz gut einmal kurz italienisch Grundzüge. Springer F6 empfiehlst du. Ich weiß auch, Springer G5 empfiehlst du D5. Ja, da sind ein paar Varianten, die sind eigentlich, ich finde, sehr, sehr gut spielbar für Schwarz. Also sehr aggressiv für Schwarz und gut. Aber auf klassisch hier D3, üblicherweise sowas wie C3 ist ja noch normal, aber gut, ne, D3 und dann C3. Läufer E7 auf jeden Fall und dann mit der Idee, irgendwann gut zu D5 zu kommen. Ja, jetzt hat der Springer zu 3 gemacht, das habe ich ihm verhindert. Also eigentlich ganz interessant gespielt, weil er was gemacht hat von der Zugfolge, was ich so nicht kannte direkt. Aber ist auch spannend. Ich glaube, ich habe mal gesehen, man kann ja vielleicht auch so spielen. Ja, vielleicht könnten, ja, das gibt es auch, aber das gibt es ohne Läufer E7. Ah, okay, das ist mit diesem Läufer F8. Aber jetzt zum Beispiel, vielleicht sollte Schwarz hier mit D6 anfangen, weil das Ganze... Wir haben rochiert, aber wenn man zuerst D6 spielt... Dann muss Weiß wahrscheinlich A3 machen, dann könnten wir eventuell diese alternativ diesen Läufer G4-Zug machen, aber auch schade, war sicher auch in Ordnung und noch... Ich denke mal, der Partieverlauf zeigt auch, also das war alles okay, Läufer E6... Ja, ich denke, Weiß hat jetzt halt sehr früh H3, A3 gemacht und dann ist Läufer E6 auch ein vernünftiger Zug dagegen, wenn Weiß da so viel Zeit verliert mit Bauernzügen. Und prinzipiell ist halt eigentlich eine wichtige Idee, wenn Weiß den Springer C3 Zug macht, wie du vorhin kurz erwähnt hast, Läufer G4 ist ein wichtiges Motiv, weil Weiß dieses C2, C3 nicht mehr zur Verfügung hat, um das Feld D4 zu kontrollieren. Mhm. Also ist eigentlich, wenn er Rochade gemacht hätte statt H3, dann wäre halt irgendwie Läufer G4 ein wichtiger Zug. Also hier, wenn die Rochade gekommen wäre, Läufer G4 mit der Idee Springer D4 auf H3, G4 kann man ja vielleicht sogar schon mal eine Figur opfern. Ja genau, das ist ein wichtiges also, Motiv, das geht gar nicht richtig für Weiß. Okay. Okay, dann. Aber wieder was, jetzt hatten wir doch zumindest nochmal Italienisch auf dem Brett, was sehr schön ist. Ich bedanke mich für den Privatunterricht. Hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wer jetzt Lust hat, ein bisschen klassischer zu spielen, modern klassisch nach Rainer Buhmann, der besucht uns auf chessamy.com und erwirbt den neuen Kurs von Rainer Buhmann. Ich werde ihn auf jeden Fall schauen, freue mich schon drauf. Und macht's gut. Ja, und macht's gut. Man sieht sich. Ciao. Ciao.